Hi und herzlich willkommen zu eurem UpToDate, dem Newsformat für aktuelle und relevante Meldungen aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Zukunft. Und mein Name ist Rena von dieschatzmeisterin.com. Lasst uns gleich loslegen. Oatly und Beyond Milk. Die Handelskammer von Fort Worth in Texas ist stolz, bekannt zu geben, dass Oatly das weltweit größte Unternehmen für Hafergetränke die Stadt als Standort für seine nächste Produktionsstätte in Nordamerika ausgewählt hat. Das hochmoderne Produktionszentrum wird nach seiner Fertigstellung im Jahr 2023 voraussichtlich mehr als 100 Arbeitsplätze schaffen und verschiedene Hafermilchprodukte des Unternehmens herstellen. Der Fleischersatz-Börsenstar Beyond Meat reichte eine Patentanmeldung für den Namen Beyond Milk ein, was nahelegt, dass der Konzern demnächst eine Milchalternative auf den Markt bringen könnte. Das wäre keine gute Nachricht für Oatly. Die Oatly Group prognostizierte vor kurzem einen Anstieg ihres Jahresumsatzes um mindestens 64%. Da das neu börsennotierte schwedische Unternehmen von der steigenden Nachfrage nach veganen Milchalternativen in Restaurants und Kaffeeketten wie Starbucks profitiert. Die Aktien des in den USA börsennotierten Unternehmens stiegen um 6,5% und wurden etwa 1 Dollar über dem Preis des Börsengangs im Mai von 17 Dollar gehandelt. Das 1990 gegründete Unternehmen Oatly hat von der stark steigenden Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmittelalternativen über die letzten Jahre profitiert, vor allem durch Käufergruppen wie die Millennials und der Generation Z. Beyond Meat. Die Einreichungen von Beyond Meat beim United States Patent and Trademark Office, USPTO, zeigen, wie breit gefächert die Innovationspipeline des Unternehmens ist. Die öffentlichen Aufzeichnungen des USPTO zeigen, dass Beyond Meat seit 2012 109 Markenanmeldungen eingereicht hat. Darunter Beyond Bar, Beyond Ham, Beyond Fish, Beyond Shrimp, Beyond Lamb und Beyond Eggs. Der jüngste Antrag, Beyond Milk, eingereicht am 12. August 2021, bezieht sich auf Kategorien von Lebensmitteln, die aus Milchersatzstoffen auf veganer Basis hergestellt werden. Beyond Meat ist auch mit einem britischen Unternehmen wegen der Marke Beyond Cheese aneinander geraten. Das USPTO lehnte im Oktober 2020 den Antrag von Beyond Meat auf Eintragungen der Marke Beyond Cheese für Käseersatzprodukte ab, weil sie einer Anfang 2019 von Beyond Cheese Limited in Großbritannien eingetragenen Marke ähnelt. Beyond Meat hat sich nicht dazu geäußert, welche der oben genannten Innovationen es als nächstes zu vermarkten gedenkt. Der Großteil der Anmeldungen wurde mit einer Benutzerabsicht eingereicht, was bedeutet, dass das Unternehmen die Marke noch nicht benutzt, dies aber nach eigenen Angaben beabsichtigt. Und da kommen wir auch gleich schon zu der nächsten Food-Alternative. Laborfisch made in Germany. Blue Bioscience, ein Pionier in der Entwicklung und Produktion von zellbasiertem Fisch in Europa, holt Dr. Chris Dammann als Chief Operating Officer an Bord. Dammann gilt weltweit als Experte für zelluläre Agrikultur und die Entwicklung kultivierten Fisches. Den gebürtigen Deutschen zog es schon früh in seiner Karriere in die USA, wo er langjährige Erfahrung in den Bereichen Molekularbiologie, Gewebetechnologie, Produktentwicklung und Science Management sammeln konnte. Blue Bioscience ist das erste Unternehmen Europas, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von zellbasiertem Fisch spezialisiert hat. Auch weltweit gibt es aktuell nur eine Handvoll Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind. Und da kommen wir auch schon zu einem neuen Big Player, nämlich Bitpanda. In der Kryptowelt schlüpft ein neues Startup aus seiner Schale. Nachdem Bitpanda erst kürzlich zu einem Unicorn aufgestiegen ist, hat sich der Wert der Kryptohandelsplattform in einer neuen Investitionsrunde verdreifacht. Das von Peter Thiel unterstützte österreichische Startup ist nun über 4 Milliarden US-Dollar wert. Bitpanda ist Angaben nach seit 5 Jahren profitabel. Um die Zukunftsaussichten für Bitpanda muss man sich daher wohl keine Sorgen machen. Und auch bei PayPal gibt es Krypto-News. Der Zahlungsdienstleister PayPal bietet seit letzter Woche den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen auch in Großbritannien an. Mit dem Krypto-Service von PayPal soll es britischen Nutzerinnen und Nutzern künftig möglich sein, aus zunächst 4 Kryptowährungen zu wählen. Dabei handelt es sich konkret um Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash. Für den Bitcoin geht die Rechnung gut auf.
denn die Währung knackte das erste Mal seit Mai wieder die 50.000 US-Dollar-Marke. Norwegen stellt ab 2022 auf E-Mobilität um. Geht es um Elektromobilität, ist Norwegen Europameister. Bereits 58% der neu gekauften Autos sind elektrisch. Jetzt will die Regierung auch die Fahrzeuge im öffentlichen Sektor elektrifizieren. Ab 2022 soll fast jeder durch Behörden gekaufte Neuwagen elektrisch betrieben sein. Amazon baut aus. Nicht, dass Amazon die Einzelhandelsbranche schon genug disruptiert hätte, jetzt will der E-Commerce-Gigant auch noch physische Kaufhäuser errichten. Für bestehende Kaufhäuser ist das eine erneute Kampfansage. Doch nach der Eröffnung der Amazon Go-Läden überrascht es Aktionäre nicht mehr sonderlich. Laut Insider sollen die physischen Kaufhäuser sich auf Produkte wie Elektronik und Kleidung spezialisieren, die immer noch eine starke Beratung brauchen. Der strategische Hintergrund ist aber die Stärkung der Amazon-Hausmarken. Diese könnten in Kaufhäusern nochmal eine ältere Kundengruppe erreichen. Die Kaufhäuser sollen mit einer Größe von rund 3000 Quadratmeter auch deutlich kleiner bleiben als klassische amerikanische Kaufhäuser. Die Zahl des Tages. Heute 677. In Deutschland hat sich die Zahl der Stellenausschreibungen für Fachleute im Bereich Fintech inklusive Blockchain im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Dies geht aus dem digitalen Jobmonitor des Handelsblatts hervor. Demnach waren zwischen April und Juni 677 Stellen im Fintech-Bereich ausgeschrieben. Ein Plus von 59,7% gegenüber dem zweiten Quartal 2022. Und nun wie immer der Buchtipp für alle, die die Extrameile gehen wollen. Heute Nassim Nicholas Taleb, Antifragilität. Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen. Taleb ist einer der prägenden Denker des 21. Jahrhunderts. Antifragilität ist sein zentrales Werk. In seinem Weltbestseller Der schwarze Schwan problematisierte Nassim Nicholas Taleb die zunehmende Unberechenbarkeit der Welt. Jetzt liegt sein wichtigstes Buch vor. In Antifragilität liefert Taleb die große praktisch-philosophische Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeiten. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich habe hier ja ganz viele Post-its drin, so lese ich Bücher. Die werden von mir bearbeitet und Antifragilität ist ein Wälzer, aber es lohnt sich und ist wirklich ein großartiges Buch, das jeder gelesen haben sollte. Ja, und wenn euch dieses Up-to-Date gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und schreibt mir bitte auch in die Kommentare, was denn eure News und Meldungen der letzten Zeit waren. Und jetzt wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sporadische Grüße und bis zum nächsten Mal.